Hallo zusammen, der letzte Schrei der Corona-Pandemie-Experten ist das sogenannte Pollenrodeo. Hierbei soll es sich um die Fähigkeiten handeln, dass Viren Pollen sozusagen als Lastesel benutzen und sich somit ungehindert und uneingeschränkt weiter verbreiten können. Ob es sich hierbei um alle Viren handelt oder nur um bestimmte Mutationen, das haben die Experten nicht gesagt. Inwieweit bei dieser Ausnahmesituation die Masken helfen, ist auch noch nicht bekannt. Apropos Altmaier und Wirtschaftsministerium. Ein Staatssekretär aus diesem Ministerium hat Folgendes erwähnt. Man habe jetzt eine Taskforce gegründet, die sich darum kümmert, dass immer ausreichend Impfstoff vorhanden ist. Dies würde auch für alle kommenden Varianten, Mutationen und neue Viren gelten. Wir ordnen dies als virologischen Quantensprung aus dem Hause des Wirtschaftsministers ein. Eine andere medizinische Sensation kommt von dem amerikanischen Karl Lauterbach, Dr. Fauci. Er sagte im Gespräch mit dem amerikanischen Fernsehsender CNN, dass er sich nicht testen lassen würde, solange er keine Symptome hat. Haben das nicht schon vor langer Zeit die Anti-Experten behauptet und sind somit nicht fast alle Tests unnötig gewesen? Der einzige und wahrhaftige und wirkliche Karl Lauterbach hingegen behauptet weiterhin, trotz aller Entwicklungen, der nächste Lockdown kommt mit Sicherheit und alle Maßnahmen, die gelockert wurden, tragen dazu bei. Er wäre für den totalen Lockdown. Fazit, Herr Lauterbach, Sie sind der Größte und wenn Sie nicht recht haben, dann werden wir alle höchstwahrscheinlich den Löffel abgeben müssen. Leute, schönen Dank. Es bröselt, es bröckelt, es wird. Einen schönen Tag. Wir hören uns. Bitte einen Daumen nach oben, abonnieren und verbreiten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.